Hallo, ihr lieben Bastelwütigen und Papiersüchtigen. Der Brummer ist fertig. Eine Auftragsarbeit. Das Buch ist 20x20, also die Seiten, und das Buch ist 21x22 cm breit, hat 6 Seiten diesmal wieder und ist mit einer Hidden Hinge-Bindung gefertigt. Thema war Vintage und ganz viel anderes noch. Da war ich am Anfang ein bisschen überfordert und habe gedacht, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Aber ich glaube, das ist ganz gut getroffen und passt ganz gut. Ich habe ganz viel Metall verarbeitet, Spitzen, habe natürlich gerissen, geinkt, was das Zeug hier hält. Ich habe alle Register gezogen. Das habe ich auf einer Karte bei Pinterest bei einer Idee gefunden. Das fand ich ganz nett. Das wollte ich unbedingt einbringen. Ich habe wieder die Tasseln aus dem uralten Chorbüchern, aus dem Notenpapier gemacht. Ich fand, die passten hier perfekt dazu. Und ich habe den Verschluss diesmal auch ganz anders gearbeitet. Ich habe hier einen Schatullenverschluss, den man hier öffnet, dann habe ich hier Magnete drin und dann öffnet sich das Ganze. Die Blumen habe ich natürlich auch selber gemacht. Den Kompass, den habe ich, oder diese Windhose, wie das heißt, habe ich in Schichten gelegt, damit es ein bisschen dreidimensional wirkt. Ja, starten wir mal. Wie gesagt, ist ein echter Brummer. Eine Menge drin. Hier habe ich Doily ausgestanzt, habe den halbiert und habe den für die Taggriffe, die ich, oder für die Tags, die ich hier reinschiebe, dass das, weil das keinen extra Verschluss hat, öffnet sich mit einer Klappe. Hier habe ich ein Booklet. Und das schließt sich dann, wie gesagt, mit den beiden Tags hier. Hier ist ein altbekannter Freund. Die Klappe aufmachen und dann zieht sich der Tag raus. Hier noch ein schöner Tag. Das ist was aus einem Ausstanzzug übrig geblieben ist. Das mag ich total gerne leihen. Ich weiß noch nicht, ob der da bleibt. Ob ich ihn da tatsächlich festklebe, das weiß ich eben noch nicht. Das sind vorgefertigte Etiketten, aber da hat der Laserausschnitt nicht richtig funktioniert. Da ist man ewig beim Nachfreckeln und Rausdrücken wieder. Dieses zarte Spitzenband. Und das kennen wir auch schon. Die 4 kleinen Teile, die sich hier hochschieben und in der Mitte mit dem Schiebeelement festgeklemmt werden. Die Tags habe ich diesmal so gemacht, dass sie ganz verschwinden, weil ich habe hier halt nur 2 cm übrig. Wenn sich das schließt, damit es da nicht ranstößt, mussten die Tags diesmal komplett verschwinden. Ich habe kleine Taggriffe mit einer kleinen Stanze gemacht, habe hier einen Metallanhänger ran gemacht und eine kleine Organza-Schleife. Ganz reinschieben, den Metallherz rausziehen, so. Das ist ein uralter Mechanismus, den habe ich schon in meinen ersten Büchern immer dabei gehabt. Öffnet sich hier mit dem magnetischen Ornament. Hier sind die 3 kleinen Tags, die ich aneinander gesetzt habe. Das habe ich mir bei Etsy bestellt. Das war eine digitale Datei und da waren 6 verschiedene Vögel drin. Hier ist wieder magnetisch. Hier gibt es ein paar große Tags. Hier kann man noch eins hinterschieben. Und wieder zu. Hier haben wir den allseits beliebten Wasserfall. Ein bisschen weniger Karten diesmal. Macht sich immer wieder gut. Hier dasselbe wie bei den anderen. Das ist das einzige Pop-Up-Element, was ich in diesem Buch dabei habe. Die Sprüche. Und dann soll das nachher so sein, dass man das zusammenbindet, weil ich Angst hatte,
dass das zu sehr blockiert. Aber das ist das falsche Band, da muss ich noch ein anderes Band dran machen. Bezogen auf die Reisetätigkeit der Empfängerin. Kleiner Metallkoffer, ein Flieger. Hier habe ich mit einem Marker habe ich Reiselinien eingezeichnet. Das sieht aus wie gerissen, aber diese Kante ist tatsächlich in dem Papier gewesen. Weil ich die Tasche etwas verstärkt wollte, habe ich da einen Karton hintergeklebt. Und dann funktioniert das als Tasche wunderbar. So sieht das Papier im Original aus. Und dann habe ich einfach das nochmal genommen und dann als Tasche davor gesetzt. Ein Bellyband, ein großes, mit einem Booklet, wo man hier Bilder einschieben kann oder kleine Reiseberichte. Und immer wieder diese Metallelemente auf Reise bezogen. Das sind alte Kofferanhänger, die habe ich tatsächlich bei Pinterest gefunden. Ein Kreisgestanz, eine Öse rumgemacht und einen Benzel rangemacht. Sehr passend. Und dieses Papier, genauso wie dieses Papier, das ist eine digitale Datei gewesen, habe ich vor Ewigkeiten mal bei Etsy erworben. Und wie ihr seht, sind die wieder gegengleich, die Seiten. Da kann man eine ganze Menge dann unterbringen. Und dann haben wir hier ein ganz dickes Teil. Das sperrt jetzt schon, und wenn da noch Bilder reinkommen, darum soll das nachher zugebunden werden, damit da nicht so viel Druck nach außen entsteht. Eine große Klappe, ein Doily, wo ich ein Schleifenband eingezogen habe, und weil sich das immer bewegt hat, immer hochgekommen ist, habe ich das halt mit Metallembellishments und mit einem Strassstein fixiert, damit es da ein bisschen weiter unten bleibt. Die Blütenelemente, die sind vom Action, die kennt jeder, die hat aber auch ganz viele Leute zu Hause. Die Tasche öffnet sich. Eine Tasche mit dem mit Ornamenten. Die ist auch vom Action gewesen. Und hier ist wieder ein Booklet. Das frickel ich jetzt nicht rein. Diese Seite hatte ich auch schon mehrfach in letzter Zeit in den Büchern drin. Hier ist wieder die Text, die aneinander mit der Öse gemacht sind. Dann klappen sich hier zwei Teile auf. Hier ist nochmal ein kleines Booklet. Und hier haben wir ein kleines Leporello. Da kann man nochmal was einklemmen, zuschleifen, dann kommen die runter, das aufdrehen und dann kommt es hier hinter. Und dann werden die übergedreht und somit klappen die dann nicht mehr auf. Metallblüten mit Strasssteinen. Ich habe mich also auch auf eine Farbe beschränkt. Ich wollte das nicht ganz so quietschbunt haben. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Dann haben wir hier ein Tag, ein bisschen mit Spitze, Metall verziert. Das sind nochmal zwei von diesen Vogelmotiven. Das da rein, dann geht das auf. Und dann haben wir hier nochmal was zum Aufklappen, wird geschlossen mit dem, ich glaube, das sind eigentlich Uhrenzeiger. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Und hier ist nochmal ein, ich glaube, das ist ein Leporello. Ja, auch mit einer kleinen Tasche gefertigt. Und kommt dann da rein. So, und das ist dieser Mechanismus, den ich wo ich rumgefrickelt habe, da wollte ich das nicht mit Schleifenband wieder machen. Ich habe hier Magnete hinter. Ich habe zwei verschiedene Kreise ineinander ausgestanzt und habe somit eine Klemme gestaltet, wo ich dann das hier, ein kleines Kärtchen, einschieben kann. Fand ich ganz witzig. Hier ist nochmal ein kleines Booklet und da kann man an beiden, sind im Prinzip zwei kleine Taschen, wo man was reinschieben kann. Dann kommen wir zur nächsten
Das haben wir auch mehrfach schon gehabt in den Büchern, gerade in den großen. Kommt ja ursprünglich aus dem Pyramidenalbum. Ganz viel Platz für ganz viele Bilder. Zuklappen. Und das ist jetzt bewusst nicht kein Magnet drunter, weil ich ja das Kärtchen habe, um das dazu zu klemmen. So, und war schon bei der vorletzten Seite. Öffnet sich ein Tag. Hier sind die Vögel wieder, einfach als Deko-Element eingefügt. Und hier habe ich drei schmalere Bellybands drin. Und da kann man dann wie kleine Booklets, wo man dann was einfügen kann, noch was raufkleben kann. Fotos, kleine Geschichten, kleine Sprüche, wie auch immer sich die neue Besitzerin das vorstellt. Und wieder zu. Und dann sind wir schon bei der letzten Seite. Das ist hier magnetisch, na klar. Und dann diesen gedrehten, ja, wie Wasserfall. Ist mal was anderes. Hier geht noch was Kleines rein. Kleine Bilder. Und wieder zu. Und das war ursprünglich weiter in der Mitte, aber das ist mir zu dick geworden. Da musste ich das wieder abtrennen und habe das nach hinten gesetzt auf die letzte Seite. Ein kleines Booklet und einen schmalen Tag, wo man hier dann auch noch was einfügen kann, der sich von oben bis nach unten setzt. Und dann das Booklet darüber. Und dann öffnet sich das nochmal. Und dann habe ich hier mit der großen Bordürenstanze eine kleine Tasche gebildet. Und hier nochmal Texte sind die Texte, die ich im Vorfeld auch schon gezeigt habe. Und das ist auch von dem Papier, das von dem digitalen Papier, was ich mir bei Etsy bestellt habe. Wieder zu. Hier sind auch ganz viele Magnete drunter, weil das ist der Verschluss nach außen. Und darum ist da dieser Tag noch aufgeklebt worden. Und das war es dann auch schon. Und wieder vorsichtig zumachen. Und wie gesagt, dieses Schleifenband. Das muss noch ersetzt werden. Da kommt natürlich auch das braune Organza hin, aber ist mir auf dem Weg zum Ziel ausgegangen. Und dann geht der Freund zu, klappt sich zur Seite zu, Riegel rum. Und das ist der Brummer. Die habe ich hier tatsächlich an der Blume nur eingehangen. Die werde ich wohl noch festkleben, weil sonst wird das merkwürdig. Ich habe hier ein kleines Röhrchen mir geschnitten, damit ich hier den Abstand hinbekomme. Damit die locker hängen und sich ein bisschen bewegen. Das sieht dann ganz hübsch aus. Auf der Rückseite habe ich wie immer das Logo drauf. Und das ist der Brummer. Das war's für heute. Bleibt gesund und kreativ. Tada!